Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute im Teil 3 der Kika-Tutorial-Serie knüpfen wir direkt an den zweiten Teil an. Und zwar möchten wir heute zum Beispiel mal auf verschiedene Modi des Schaltplaneditors eingehen. Darunter zum Beispiel fallen der Cursor-Modus, der Bauteil-Einfügen-Modus und der Wire-Modus. Dabei platzieren wir dann die Bauteile, wir lernen, wie positioniere ich ein Bauteil, wie kann ich es nachträglich nochmal bewegen, wie kann ich es drehen, wie kann ich ein Bauteil duplizieren und so weiter. Also erstmal so die ersten Grundschritte, sage ich mal, wie gehe ich mit den Bauteilen im Schaltplan überhaupt um. Und nachdem die Bauteile dann alle platziert sind, verbinden wir die ganze miteinander. Und zum Schluss behandeln wir noch das Thema Annotations, also die Bauteileigenschaften. Heißt, wir hinterlegen noch die notwendigen Eigenschaften auf dem Schaltplan zu jedem Bauteil, zum Beispiel bei einem Widerstand, welchen Widerstandswert, also wie viel Ohm hat dieser Widerstand überhaupt, damit der Nächste, der auf den Schaltplan guckt, auch genau weiß, welches Bauteil genau hört denn jetzt dahin, was für einen Widerstand muss ich denn jetzt hier nehmen. Ja, und wir schauen uns halt in dieser Folge noch einmal genauer an, wie kann ich diese Eigenschaften denn für diese Bauteile einzeln spezifizieren. Ja, und vielleicht nochmal für alle, die jetzt gerade neu einsteigen, als Ausblick, wo möchten wir mit dieser Kika-Tutorial-Serie hin? Was möchten wir überhaupt erreichen? Erreichen möchten wir natürlich, dass ihr am Ende des Tutorials wisst, wie ihr mit Kika zu arbeiten habt, wie ihr eure eigenen Schaltpläne erstellen könnt. Wir haben uns dafür aber ja einen konkreten Anwendungsfall ausgedacht oder ein konkretes Ziel ausgedacht, was auch zum Kanal passt. Und zwar bauen wir als Referenzprojekt für dieses Tutorial einen Arduino Uno-Klon nach. Dazu bauen wir eine zweischichtige Platine auf, die dann am Ende die volle Funktionalität eines Arduino Unos hat. Einzige Ausnahme, wir lassen den USB-Anschluss weg, müssen diesen Arduino Uno also über FTDI programmieren. Das ist aber sicherlich die kleinste Hürde. Und außerdem geht es ja jetzt an der Stelle auch nicht darum, jetzt einen möglichst identischen Klon zu schaffen, sondern einfach nur mal ein funktionierendes Projekt umzusetzen. Ja, und die Platinen haben wir jetzt auch schon fertigen lassen. Das Ganze sieht dann von der Vorderseite so aus. Und hier seht ihr einmal die Rückseite des Ganzen. Diese Platinen wurden von JLC PCB gefertigt. Den Link blende ich hier auch nochmal ein. Ihr findet ihn aber auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Da mich jetzt schon einige gefragt haben, ob ich einen Hersteller empfehlen könnte. Also mit JLC PCB sind wir sehr gut gefahren bisher. Auch wenn sie jetzt in China sitzen, haben wir trotzdem mit dem Standardversand recht gute Erfahrungen gemacht. Also oftmals hat man das Problem, dass man dann 1, 2, 3 Monate warten muss. Das ist bei denen eigentlich in der Regel nicht der Fall. Also hier kann man durchaus auch den Standard Versand wählen und kann immer noch mit akzeptablen Lieferzeiten rechnen. Wir haben ja auch noch ein weiteres Beispiel liegen. Und zwar war der Jürgen ja so nett und hat mir die Treppenbeleuchtung auch auf einer Platine designt. Und da haben wir jetzt auch hier die ersten Platinen liegen. Das hier wäre die Vorderseite der Platine von der Treppenbeleuchtung und das hier die Rückseite. Dabei handelt es sich jetzt um die Platine mit dem Fading, also diese fadet ein und aus. Hier seht ihr auch die Plätze für die Kondensatoren. Die gleiche Platine gibt es jetzt ja auch nochmal ohne Fading, also meine Ursprungsvariante. Beide könnt ihr euch in der Anleitung für die Treppenbeleuchtung einfach runterladen. Die Gerber-Files stehen euch also frei zur Verfügung. Könnt ihr euch also bei JLC PCB zum Beispiel diese Platinen auch selber fertigen lassen, wenn ihr euch die Treppenbeleuchtung nachbauen möchtet. Die Treppenbeleuchtungsanleitung findet ihr auch oben in der Infobox. Könnt ihr einfach mal reinschauen für alle, die das Projekt von mir noch nicht kennen. Ja, und so viel dazu. So viel erstmal zu den Platinen und zu unserem Ziel dieses Projektes, dieses Tutorials. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal mit Teil 3 weiter und ich übergebe das Wort hiermit an Jürgen. So, wir wollen jetzt unseren Widerstand hier auf unserem Schaltplan platzieren. Wir haben hier ein deutsches Symbol und somit werden wir es auch benutzen. Wir klicken einmal OK. Und jetzt hängt dieses Bauteil hier an meinem Mauscursor. Das hängt da so dran. Ich kann es hin und her bewegen und möchte es gerne jetzt, sagen wir mal, der Schönheit halber hier in der Mitte platzieren. Ich klicke einmal und schon ist es dort platziert. Ich kann dort mal hineinzoomen und ihr seht, er ist jetzt hier platziert, hat zwei Beinchen und die Referenzbezeichnung R. Jetzt stelle ich aber fest, ich möchte dieses Teil jetzt hier drehen. Dazu ganz einfach, ich gucke immer, in welchem Modus ich mich hier gerade befinde. Ich befinde mich hier im Bauteil-Platzieren-Modus und muss eigentlich erstmal zurück hier
auf unseren Cursor-Modus, so dass ich das obere Icon hier angeklickt habe, gehe dann zurück auf mein Bauteil, platziere den Maus-Cursor direkt über dieses Blauteil, tu nicht klicken oder sonst was, sondern drücke einfach nur die Taste R. Und immer wenn ich die Taste R drücke, seht ihr, dass das Bauteil um 90 Grad rotiert wird. Das wäre zum Beispiel die Tastenkombination R. Ich kann aber auch mit dem Mauszeiger drüber gehen, die rechte Maustaste drücken und es öffnet sich jetzt hier so ein Kontextmenü. Dort kann ich sehen, verschieben, klick und ich kann das Bauteil woanders hinschieben. Ich drücke wieder die rechte Maus, ich kann es ziehen, ausrichten, ich kann es duplizieren, also kopieren, ich kann es entfernen, ich kann Fehlfelder auto platzieren, da kommen wir später noch zu. Ich kann zentrieren, ich kann hineinzoomen und so weiter und so fort. Ich kann hier auch über das Kontextmenü eben dieses Bauteil dann nach meinen Wünschen behandeln. Zum Beispiel Ausrichtung, rotieren im Uhrzeigersinn und ihr seht hier hinten schon den Shortcut, den ich gerade ausgeführt habe, nämlich den Buchstaben R. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob groß R, klein R, drückt einfach R und er rotiert sich. Ich kann jetzt hier klicken. Dann hat er sich einmal rotiert. Wenn ich nochmal rotieren will, muss ich wieder auf Ausrichtung und rotieren. Deswegen die Taste R. Ich gehe mit dem Cursor über das Bauteil, drücke die Taste R und so oft wie ich R drücke und wieder loslasse, so oft dreht er sich um seine Achse. So, jetzt habe ich hier oben das Bauteil platziert. In unserer Schaltung übernimmt dieser Widerstand nichts anderes als den Strom zu begrenzen, denn so eine LED, die kann nun mal in der Regel nur 20 mA vertragen und damit da die LED nicht den Geist aufgibt, haben wir hier unseren Vorwiderstand. So, als nächstes muss ich ein zweites Bauteil platzieren. Ich kann jetzt wieder hier oben auf das Icon Bauteil einfügen klicken oder wenn ich mich im Cursor-Modus befinde, einfach mal die Taste A drücken. Und obwohl ich mich vorher in dem Cursor-Modus befunden habe, beim Bauteil platzieren, springt er mit der Taste A sofort in die Bauteilliste. Wir sehen hier oben die Überschrift kürzlich benutzt. Und da ist unser Widerstand eingetragen. Brauche ich jetzt einen zweiten Widerstand, brauche ich einfach nur hier oben drauf drücken und OK. Und ich habe hier einen zweiten Widerstand. Das geht in der Regel manchmal ein bisschen schneller, als wenn man dann hier in der Bauteilliste wieder nach dem Widerstand sucht oder hier noch einmal R eingibt und dann hier den richtigen raussucht. Ich habe immer hier oben kürzlich benutzt. Das heißt, hier merkt sich KiCad, welche Bauteile ich in der Vergangenheit benutzt oder aufgerufen habe. So viel dazu, so geht es ein bisschen schneller. So, ich werde euch auch jetzt noch mal ganz kurz zeigen. Jetzt brauche ich einen zweiten Widerstand. Und ich habe ja gesagt, ich kann A drücken und aus der Liste wieder auswählen oder hier einfach auf das Icon klicken. Und dann hier im Schaltplan klicken und wieder das Bauteil auswählen. Ich kann aber auch mit dem Mauszeiger auf das Bauteil gehen, ohne zu drücken. Und kann hier sagen C. Ich drücke die C-Taste für Copy. Bewege dann meinen Mauszeiger. Und ich sehe, ich habe hier einen zweiten Widerstand. Den habe ich einfach kopiert. So kann ich fortfahren. Wenn ich 10 Widerstände brauche, gehe ich drauf, drücke C. Und habe sofort meine Bauteile hier die ich benötige. Ich muss also nicht immer über dieses Icon oder über den Shortcut A gehen. Ich kann, wenn ich mit der Maus auf ein Symbol bin, die Taste C drücken und dann kopiere ich dieses Bauteil. So, da wir diese Bauteile hier nicht benötigen, das war nur mal zur Anschauung, möchte ich sie wieder löschen. Ich kann jetzt jedes einzelne Bauteil anklicken und die Entfernen-Taste drücken. Ja, ist ein bisschen mühselig. Ich kann jetzt auch, wenn ich mich im Cursor-Modus befinde, das ist wichtig, sondern eine Selektion aufziehen. So markiere ich alle. Ich kann sie jetzt verschieben oder einfach entfernen auf der Tastatur drücken und sie sind jetzt verschwunden.
Jetzt ist hier der Widerstand auf dem Schaltplan platziert und ich stelle fest, na, der ist noch nicht ganz mittig, den möchte ich gerne verschieben, auch nicht gerade schwer. Entweder mit dem Mauszeiger draufgehen, die Taste M für Move, also Englisch bewegen, und ich kann ihn dorthin ziehen, wo ich will. Ihr merkt, ich benutze sehr oft das Mausrad, um hier rein und raus zu scrollen. Also immer, wenn es sich hier vergrößert oder verkleinert, dann spiele ich hier gerade mit dem Mausrad. Ich tue mal jetzt den Widerstand ungefähr dorthin platzieren und ja, dort lasse ich ihn. So, jetzt brauche ich noch ein zweites Bauteil. Ich befinde mich, und das ist wichtig, dass ihr das immer seht, im Cursor-Modus. Wenn ich hier jetzt ein neues Bauteil platzieren will, muss ich einfach nur die Taste A drücken und es öffnet sich die Bauteilliste. Oder ich wechsle hier von Cursor-Modus in den Bauteil-Modus und klicke einmal hier drauf, dann öffnet sich dasselbe. Ja, ich persönlich arbeite, solange es geht, hier im Cursor-Modus. Gehe irgendwo hin mit meinem Mauszeiger und drücke die Taste A und schon öffnet sich die Bauteilliste. So, das nächste Bauteil ist also unsere LED. Wir wollen jetzt eine LED platzieren und dazu gebe ich ganz einfach in KiKit hier mal LED ein und schon bin ich dabei. Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Typen von LEDs. Es gibt RGBs und was weiß ich nicht alles, wenn man hier mal klickt. Es gibt Areas hier, die drei LEDs in einem beinhalten. Es gibt Dual-LEDs, es gibt hier was weiß ich was. Wir wollen eine ganz einfache LED haben und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist das alte Schaltplansymbol für eine LED. Und dieses hier ist das neue Schaltplansymbol. Zwischen dem alten hier und dem neuen ist einfach, das hier ist ausgemalt und sieht ein bisschen anders aus, aber ich nutze immer hier LED, fertig. Wenn ihr andere LEDs benötigt, bitte hier in der Liste gucken und mit der Pfeil nach unten Taste da das Richtige aussuchen. Wenn ihr hier oben im Filter LED angibt, zeigt euch KiKit innerhalb der Bauteilbibliothek alles an, was mit LED zu tun hat oder in entfernter Verbindung zu tun hat, sagen wir mal so. So, ich nehme also hier meinen ersten LED-Eintrag, sehe das hier, ja, das ist okay, das ist meine LED. Ich kann das hier mal so ein bisschen scrollen und ich sehe hier die beiden Anschlüsse für die Anode und hier ist die Kathode und anhand der beiden Pfeile sehe ich, dass es eine LED und keine einfache Diode ist. Im Kurs kann ich nicht auf jedes Schaltplansymbol eingehen. Also jeder, der diesen Kurs jetzt hier sieht als Anfänger, sollte sich so ein bisschen mit Symbolen in der Elektronik beschäftigen. Es gibt Bücher, es gibt im Internet Massen an Informationen. So, wir gehen weiter. Wir wollen diese Diode platzieren. Wir klicken auf OK und sie hängt hier wieder. Ich zoome mal ein wenig hinein. Jetzt ist die Anodenseite hier auf der rechten Seite und die Kathode auf der linken Seite. Ich möchte hier gleich meine Batterie platzieren. Also der Strompuls geht so im Uhrzeigersinn. Also ist die nicht richtig platziert. Ich gehe mit dem Mauscursor da drauf, drücke wieder meine R-Taste. Und jetzt seht ihr, dass sie gedreht wurde. Jetzt gehe ich hin und gehe mit dem Mauscursor drauf, drücke die M-Taste für Move, bewegen. Und jetzt seht ihr den Vorteil eines großen Fadenkreuzes. Was ich ja gesagt habe hier, ich kann jetzt die beiden Anschlüsse der beiden Bauteile selbst auf einer größeren Entfernung exakt platzieren. Wenn ich die hier platziere, muss ich nachher eine Leitung ziehen, die dann hier so geknickt ist. Ich möchte das aber nicht. Ich möchte das auf einer Flucht haben. Deswegen gehe ich drauf, drücke nochmal die M-Taste, damit ich es bewegen kann. Der Schönheit halber, sage ich mal, ich platziere es jetzt hier, so. Und ihr seht, beide Punkte, beide Anschlusspunkte sind auf derselben Linie und meine Rasterpunkte haben es hier eingefangen. Natürlich kann ich eine Diode irgendwo hin platzieren und dann auch trotzdem verbinden mit dem Widerstand. Nur denkt daran, das ist ein einfacher Schaltplan mit 3-4 Bauteilen. Wenn ihr hinter 500 Bauteile habt und kreuz und quer dort eure Leiterbahnen zieht und das an euren Kollegen weitergibt, der schlägt die Hände über den Kopf und sagt, da blicke ich nicht mehr durch. Deswegen platziert es schön. So, zwei Bauteile haben wir platziert. Wir brauchen noch ein drittes. Wir wollen also eine Spannungsquelle. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Ich drücke jetzt hier einfach die Taste A oder ich gehe hier auf Bauteil, klicke einmal rein
und kriege meine Bauteilliste. Wir müssen natürlich uns im Klaren sein, was wollen wir hier? Wollen wir hier ein Trafo? Wollen wir hier eine 230 Volt Versorgung oder was auch immer? Nein, wir wollen eine Batterie. Und ich gebe mal hier ein, Batterie. Ich brauche nur die ersten drei und schon habe ich hier meine Batterie. Hier habe ich noch ein anderes, das ist eine Batteriezelle. Dann habe ich hier andere Bauteile. Aber wenn ich das jetzt hier ausschreibe, ach, die schreiben das in Englisch, klar, wie immer, Batterie, dann kriege ich nur Batterien angezeigt. Wir wollen aber eine ganz einfache Batterie und nutzen dieses Schaltplan-Symbol, hat zwei Anschlüsse, Plus und Minus, und damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Und ich klicke und habe es wieder an meinem Mauszeiger. Und jetzt habe ich ja gesagt, dass der Stromfluss so rumgehen soll. Also muss ich den Pluspol nach oben positionieren. Der befindet sich jetzt hier oben, der Minuspol hier unten. Und schon ist das soweit in Ordnung. Ich könnte noch sagen, hier, der Widerstand ist ein bisschen weit entfernt. Ich gehe mit dem Cursor drüber, drücke die M-Taste und gehe zurück. Fertig, aus, Ende. So. Jetzt müssen wir das Ganze noch verdrahten. Was nutzt ein Bauteil ohne Verbindungen? Und ihr müsst euch merken, dass im Schaltplan alles nur logisch ist. Es ist virtuell. Wenn ich jetzt hier die beiden verbinde und so weiter, hat das erstmal nichts mit den Leiterbahnen auf den Platinen direkt zu tun. Es ist einfach nur ein symbolischer Schaltplan. So. Ich will also jetzt die beiden hier verbinden, logisch mit Leiterbahn oder mit Wires, wie immer ihr das nennen wollt, verbinden. Das kann ich wieder auf verschiedene Arten machen. Ich habe hier oben diesen grünen Strich, elektrische Verbindung hinzufügen, kann draufklicken und kann dann jetzt hier meine Wires ziehen. Folgendes passiert, ich bin jetzt hier im Leitungsmodus und ich klicke jetzt irgendwo hin und habe schon hier meine Wire und er folgt mir hier und ich will eigentlich gar nicht dahin, ich will hier hin. Wenn ihr jetzt den Wire-Modus hier an euren Cursor dranhängen habt, drückt bitte einmal die Escape-Taste. So, jetzt seid ihr zwar immer noch im Wire-Modus, wie ihr das hier seht auf der rechten Seite, aber ihr könnt jetzt mit eurem Cursor und zoomt ruhig rein, dann könnt ihr besser platzieren. Hier jetzt andocken, linke Maustaste einmal drücken und ihr könnt hier eure Verbindung machen, wenn ihr am Ende angekommen seid. Einmal klicken und ihr habt die Verbindung gemacht. Und jetzt sage ich euch was. Vorsicht! Ihr seht an jedem Bauteil von KiCad, dass hier solche runden Kreise sind. Ja? Und ihr habt erst dann eine korrekte Verbindung gemacht, wenn diese Kreise hier verschwunden sind. Das ist ganz wichtig hinterher fürs Routen. Ich mache mal jetzt Folgendes. Ich gehe mal hier in den Cursor-Modus und lösche diese Leiterbahn einmal, indem ich sie, ich kann ruhig ganz stark reinzoomen. So, ich klicke sie einmal an und drücke die Entfernen-Taste und sie ist verschwunden. Und jetzt mache ich mal einen großen Fehler. Ich gehe in den Wire-Modus, klicke einmal hier auf das Pad und gehe jetzt mal nicht ganz bis zum Ende. Ich klicke einfach mal da. So. Es gibt also keine elektrische Verbindung von der Batterie Pluspol zu der Anode von der Diode. Ihr seht das hier. Achtet darauf. Ihr seht, dass hier ein Kästchen ist und hier ein Kreis. Wenn hier ein Kreis ist an dem Bauteil, ist keine elektrische Verbindung. Ja? Ganz wichtig, weil aus dem Schaltplan werden hinterher die Netzlisten erstellt für unser Platinenlayout. Und das Platinenlayout-Programm wird hinterher die Batterie mit dieser Diode nicht verbinden. Das ist ganz wichtig. Ich lösche das nochmal weg und mache es nochmal neu. Ich zoome rein, gehe mit meinem Mauscursor drauf und sage dann entfernen und weg ist es. Ich bin im Cursor-Modus, ich muss also in den Wire-Modus, klicke einmal an. Verbinde das Ganze, klick, fertig, verbinde meinen anderen, fertig, verbinde jetzt den, runter. Und ihr seht jetzt wieder den Vorteil eines großen Fadenkreuzes. Ich sehe jetzt, wann ich auf der Ebene bin, zu diesem Pad und kann dann hier rüberziehen und klicken. Und schon ist mein Schaltplan hier fertig. Er ist fertig. Simpel, aber ihr habt schon mal das erste Handling mit KiCad kennengelernt. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Ihr seht jetzt die Bauteile platziert. Ihr seht, die Wires sind vorhanden, die sind gezogen. Ich gehe hier zurück in den Cursor-Modus
damit ich hier nicht neue Wires ziehe. Und ihr seht, D-Fragezeichen, R-Fragezeichen. Nichts aussagen, Dörr. Ich muss jetzt also den Bauteilen hier Referenzen zuweisen. Und dem Widerstand natürlich einen Wert. Was ist das für ein Widerstand? Ist er 100 Kilo Ohm? Ist er 1 Kilo Ohm? Ist er 2 Kilo Ohm? Wie stark ist hier meine Batterie? Ja, ist das eine 9 Volt Batterie? Ist das eine 12 Volt Batterie? Oder was auch immer? Ich weiß es nicht. Deswegen gehen wir jetzt hin und gehen zum ersten wichtigen Punkt. Nämlich der Annotation. Also Annotation heißt nichts anderes, Bauteilen Referenzen zuweisen. Ich klicke also einmal hier oben auf dieses Blatt mit diesem Bleistift, klicke da drauf und kriege diese Maske. Hier fragt KiCad nach den Einstellungen. Hier brauchen wir eigentlich erstmal gar nichts ändern. Lasst es einfach so, wie es ist. Klickt einfach hier unten auf Annotation. Ihr seht hier, er gibt euch hier eine Meldung. Batterie annotiert, LED annotiert und R als RL1 annotiert. Wir schließen das Ganze und sehen hier oben jetzt, meine Diode heißt jetzt plötzlich in meinem Schaltplan D1. Mein Widerstand ist der R1 und so weiter und so fort. Hätte ich hier jetzt 5 Widerstände, würden die heißen R1, R2, R3, R4, R5 und so weiter und so fort. Was jetzt noch fehlt, ist den Wert. Hier schreibt er R1, das ist der Name von dem Widerstand. Und ich möchte gerne, dass hier jetzt ein Wert eingetragen wird, auch ganz einfach. Mit dem Mauszeiger über das Bauteil, E wie Editieren aufrufen. Hier seht ihr die Referenz R1, die sollen wir lassen. Und hier seht ihr R. Ich lösche das R weg und ich sage jetzt mal Beispiel 220 Ohm. Ich könnte jetzt hier Ohm ausschreiben, aber in der Technik lässt man es eigentlich weg. Wenn da nicht explizit was beisteht wie 220k wären 220 Kilo Ohm, wenn es nur Ohm ist, macht man einfach nur eine Zahl. Das ist so ein Standard, den man so in der Elektronik benutzt. Also dieser Widerstand R1 soll den Wert 220 Ohm bekommen und ich sage einfach mal okay. Und ihr seht hier oben R1 Wert 220. Ich könnte jetzt hier noch auf die LED gehen und auch die Taste E drücken. Und hier noch sagen LED rot und Durchmesser der LED, sagen wir mal 3 mm. Klicke dann auf OK und ihr seht hier oben D1 LED rot 3 mm. Und jeder, der euer Schaltplan liest, weiß sofort, aha, ich habe hier eine LED, die rot ist und die 3 mm im Durchmesser hat. Und einen Widerstand mit 220 Ohm. Was noch fehlt, ist die Batterie und das ist der letzte Punkt. Auch wieder mit dem Mauscursor drüber. Taste E, Batterie brauchen wir nicht. Erkennt jeder anhand des Schaltplans. Ich gebe hier einfach mal ein. 9 Volt. Okay, hopp, da ist das E in die Wurst gegangen. Ich gehe nochmal drauf, drücke nochmal die Taste E und schreibe hier nochmal Batterie rein. War ein Fehler von mir. So, da steht jetzt Batterie 9 Volt. Wenn mir die Platzierung nicht gefällt von diesen Texten, ganz einfach mit der Maus drüber fahren, nichts drücken, M wie Move und ich kann es platzieren, wo ich es gerne möchte. Sagen wir mal hier mit der Maus drüber, M wie Move, einfach irgendwo hin. Jetzt möchte ich, dass der Wert innerhalb des Widerstandes reinkommt und ich drücke einfach Move und klicke es hier rein. Fertig ist der Schaltplan und damit möchte ich auch heute beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Jürgen, macht's gut! Ja, das war's mit Teil 3 der KiCad Tutorial Serie. Ich hoffe, euch hat die Serie bis hierhin gefallen. Wenn ja, würden wir uns riesig über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten lasst doch gerne mal euer Feedback in den Kommentaren da. Sind wir zu schnell? Sind wir zu langsam? Haben wir was vergessen? Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Schreibt's einfach mal unten in die Kommentare. Wir werden auf jeden Fall darauf reagieren. Nachdem wir jetzt in Teil 3 unseren Schaltplan soweit fertiggestellt haben, möchten wir in Teil 4 noch einmal kurz auf ein paar Besonderheiten, sage ich mal, beim Schaltplan-Design eingehen. Also wir reißen noch einmal ganz kurz an, was sind Knotenpunkte, wie verhalten sich gekreuzte Leiterbahnen und was muss man beachten, wenn ich Bauteile nachträglich hinzufüge bezüglich der Referenzzuordnungen. Danach gehen wir noch einmal kurz auf den elektrischen Regelcheck von KiCad ein, sprich, wie kann ich meinen Schaltplan automatisch von KiCad auf
Gültigkeit prüfen lassen. Was genau das heißt, wie ihr das selber anwenden könnt, das zeigen wir euch also alles auch nochmal im Detail in Teil 4. Und der Schwerpunkt von Teil 4 liegt dann auf dem Thema Footprints. Bisher ging es ja eher um den elektronischen Aufbau. Deshalb haben wir ja jetzt diesen Schaltplan gemacht, um KiCad erstmal mitzuteilen, wie sind die Bauteile untereinander verdrahtet. Und jetzt ab Teil 4 geht es dann wirklich Richtung Platinenlayout. Also in Teil 4 lernen wir, wie kann ich den Bauteilen ihre Footprints zuweisen, wie finde ich den richtigen Footprint und wie kann ich ihn mir nochmal in der 3D-Ansicht ansehen. Ja, so viel erstmal von mir. Ich gebe mich wieder ans Schneiden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video doch einen Daumen hoch, abonniert direkt meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in Teil 4 zum Thema Footprints wiedersehen und verabschiede mich bis dahin und sage einfach mal bis zum nächsten Video. Ciao!